Junge, da Warst du war in Belgien aber. da? Ja? Ja, in Belgien habe ich mit Nigel gefightet. Oh, Regen, Regen in der Quali. Oh, Regen. Gewitter sogar. Gewitter, aber Rennen, aber trocken. Rennen. Oh, so sogar blitzen. Oha. Alter Ja, sag ich doch, Spiel. Gewitter. Gewitter. Gewitter, wir haben Was Gewitter im können Gewitter. Scheiße. Ach du Scheiße, ja. Digga. Weiß ich nicht, muss das sein? Aber das ist ja jetzt Fullwets dann, komplettes Fullwets Hm. Qualifying. Alter, das kann ja jetzt noch mal alles Forecast suggests the rain is going to be lightening up over the alles next 10 to einfach. 15 minutes or so. Junge. You should start finding more grip as we clear the standing water. Track is Alter, wet right aber now. Regen, Feel your way around the conditions before you start pushing the car. Brennt nicht im Regen. Ja, dann fahren wir mal eine Fullwet-Runde, ne? Naja, mal testen jetzt. Strecke Ach testen, ja, ist ein wie der kurzes Unterschied Quali. bei Forwards Ja, ist. ist kurzes. Mit Trockensetup. Maler, in Ja. Belgien hast du mir sogar erklärt, wo ich einmal richtig laut geschrien habe, warum ich mein Heck jetzt verliere. Hast du mir dann erklärt, warum? Ja. Ja, und da habe ich dich dann angejiedet. Was, du hast eine Frage gestellt? Ich habe dir geantwortet. War ja legit, war bloß nur intens gerade. Ich wollte in der DLS-Zone bleiben, damit ich nämlich James in der letzten Runde auf der Camel Straight überholen kann. Ja, aber wenn du halt zu viel Kraft auf das Heck bringst, aber der Grip nicht mehr ausreicht für das Heck. Ja, aber mich hat es nur halt Der wieder hat gewundert in dem Moment. Hier in Belgien irgendwas. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Ich war da so im Tunnel. Ja, also ich habe da komplett zugehört. Also ich habe es verstanden. I mean, es war ja auch legit. Bloß es war halt so übelst intens, weil ich brauchte diese scheiß Lücke. Ich brauchte es. Oh, diese DRS-Zone. Mal erfahren, mal schneller. Oh, Setup erstmal laden. Ah, bitte, das ist Niese. Junge. Und aus. Erstes Mal, dass ich die Strecke im Regen fahre. Ja, ich auch. Okay. Ich finde ja, wenn du Inters fährst, ist das gar nicht mal so eine große Umstellung. So trocken. Vor allem von den Bremspunkten Wetz her ist oder halt so. nochmal was Aber anderes. Wetz ist. Wetz ist einfach gefühlt Formel 3. Oh Junge, Wehe. wer ist denn da so langsam? Ja, ich, weil ich Abstand zum Maler halten muss, weil der die ganze Runde über geschlichen ist. Ja, geil. Er mischt vielleicht auch gerade ein Nice. bisschen arg da vorne rum. Oh Gott. Wait, ist das Aimless jetzt? Hinter mir? Aimless geht jetzt auf Start und Ziel und ich bin direkt hinter ihm. Ah, das heißt Gewitter ist hinter mir. Egal. Hoff, dass Aimless mir nicht. Oh, ich glaube Gewitter hat sich gerade Spinalat. Spinala! Tamburello ist auch gelb, Achtung. Ja, da hatte Tristan sich Spin. Oh Gott! Mineralwasserkurve. Oh, Spinalas. Nicht den Frontflügel! Ach komm schon, ich muss ihn trocken. Hi. Hi. Hui. Diese und nächste Hi, Runde wird alles klar. Oh Würstchen. fuck. Ah, fuck it, Digga. Scheißen vom Dach. Boah, Junge. Nice. Digga, Alter, ich liebe es. Kaputt. Oh. Kaputt, 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 kaputt. Ja, Oh. Ripp Tristan. Ja, ne, mein, passiert. Lieber doch bei Evaluing geblieben, Boah, ich habe heute noch gar nicht meinen Shop geschaut, da muss ich mal kurz nachschauen. Ach, ich habe seit 3 Tagen nur Scheiße drin. Ja, wenn ich Valenskin drin habe, dann würde ich actually schnell in Valo gehen. Weißt du, was auch ganz, ganz mies war? Die letzten Was? 2, 3 Tage durfte ich halt mit einem kompletten Neuling Mhm. spielen. Deswegen habe ich halt an dem Tag auch nicht mit dir gespielt, sondern mit ihm halt. Ja, alles gut. Ey, nee, aber ey, Gott. Du musst also, ich meine nicht, weil nicht er so, what the scheiße ist, fuck? sondern auf der Elo, die ich dann spiele. Sind nur Vollflips. Das bist du nicht gewohnt. Ja. Die spielen so, so unberechenbar, dass es aber auch wieder klappt. Ja, wow. Dann haben wir auch Ranked gespielt. Dann habe ich dann halt durchgeheatet, aber ich will halt auf meinem Account mal Progress machen, nicht auf dem Smurf dauerhaft.
Ja, verstehe ich schon. Nee, da kommt's auf den 12 ist er Platin, aber auf deinen Hauptaccount kommt er nie auf Platin. Ey, wenn's so weitergeht, ja. Nee, also auf meinem Haupt bin ich schon Platin, aber ich meine, bald habe ich das Gefühl, mein Smurf wird auch bald zum Platin umsteigen. Was heißt mein Smurf? Das sind nicht meine Smurfs. Nutze ich mal. Na Junge, jetzt will mein Internet nicht mitmachen. Mega. Also entweder habe ich mich jetzt an die Bedingungen gewöhnt oder die Strecke wird besser. Ich glaube eher das Erstere. Ja, beides. Weil nein. Auch eine Wetter, Sekunde Wetter wird jetzt schlimmer. Ja. ...1,25, ja man. Das Wetter wird garantiert schlimmer. Da wird das dunkel. Auf Start-Ziel wird's gerade hässlich. Ja. Oh, ich habe keinen Sprit mehr. Tragisch. Ich hatte noch nie so ein krasses Wetter. Sollen. Das ist Gewitter, das ist echt heftig. Also in 2020 hatten James und ich... Oh, Ames hat sich Spinala! Also in 2020 hatten James und ich mal, dass dann das 20er Game da das Safety Car rausgeschickt hat. Das hatte ich in der Karriere im 20er auch ein, zwei Mal. Ja, wenn Gewitter angezeigt wird, schickt das Spiel von sich aus das Safety Car raus. Ja, im Rennen aber nur. Ich hatte mal, in Belgien hatte ich mal so Gewitter. 21er. Ich noch nie. Noch in keins. Und ich spiele seit 2015, glaube ich. Aber ich glaube, das 21er macht das auch, dass es dann im Rennen Safety Car rausschickt. Ja gut, das Gewitter gibt's ja erst seit letztem Jahr, oder? Ja. Ach du Scheiße, okay, hier muss man ein Ticken früher bremsen. So ungefähr 800 Meter früher. Okay, ja, die Bedingungen sind definitiv deutlich schlechter. Ey, Digga, man hört den Regen einfach lauter als die Karre. Hey Junge, wo kann ich nochmal meinen Valorant-Shop nachschauen? Das gab doch so eine Seite. Gab, aber ich glaube, die haben sie, die geht nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. So, würde das Auto jetzt bitte langsam wieder beschleunigen. Ich glaube, ich muss die Partikel ausmachen, ey. Ich sehe nix. Das ist doch der Spaß daran, im Regen zu fahren. Ja, manchmal schon, aber... Alter, ist halt am Regnen. Alter, ohne so Witz, man hört den Aufschlag lauter als das Motor. So viele Regentropfen habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Alter, krass. Also wenn ich so, ich fahre ja in der TV-Cam, wenn ich da so zwischen dem Monocoque und dem Reifen durchgucke... Fuck. Nur. Ah, RIP. Das sind nur Striche. Jetzt frag mich mal, ich fahr Cockpit. Oh, du fährst Cockpit? Ja, ich bin immer noch von Tristan. Das ist ja egal. Auch nicht schwer. Ich bin vom Maler. Ach, Mann, aber dafür habe ich ja jetzt frei. Nee, das hat ja jeder Scheiße, egal. Achtung, Aquamineral, jeder steht ein bisschen blöd. Und am Ende ist es eh scheißegal, weil Hauptsache vor Freakser. Ich war Planning, Alter. Trotzdem, am Bremsen bin ich da einfach rausgerutscht. Ja, vielleicht hast du einfach zu fest gebremst. Ihr bremst? Ihr bremst? Wie sieht denn das Wetter eigentlich im Regen aus? Im Rennen aus? Gibt's da eigentlich auch wirklich Blitze, die man sehen könnte? Ja, hab ich schon gesehen, ja. Also heute habe ich doch... Ja, pass auf, ich war einfach eine 1,30, ab, wenn die Temperaturen jetzt unter 0 Grad kommen, ne? Ich glaube, ich mach gleich die Ideallinie an für das Quali, ey. Das wäre doch mal hier, plötzlich Temperatursturz, ne? Einmal bildlich Eisflächen, das wäre doch mal vom Leistrennen. Warte immer noch auf die Spikes, da steht schon wieder eine. Ja, komm, ja, ich hab mich gerade weggehiedet, lass mich. Ja, Tom, ich hab zwar zu einem schwarzen Bildschirm, weil ich jetzt schon rausgeflogen bin. Die restliche Quali einfach durchfahren. Wir haben nämlich Regenquali gehabt und ich hab nicht spinallert. Und dann habe ich auf die Strecke zurückgeschafft, aber dann habe ich mich wieder spinallert und dann war ich tot. Ja, dann guckst du entweder bei Aimless, bei Gewitter. Oder bei mir zu, weil wir sind halt im Regen schnell. Ja, erstmal will ich mein Valorant-Shop wissen und danach schaue ich bei euch zu. So, jetzt muss ich mal rausfinden, was Horst für eine Zeit gefahren hat. 13. Schnellleistung.
They've just entered the pits. Their best lap time is a 1:26.5. Oh, Tropfen, geh weg! Das halte ich aber für möglich. 26,5 gehen. Oh, ist das nicht noch unschlüssig, ob er jetzt Gas gibt? Regen lässt jetzt nach, sagt Chef. Nee, mach mal nicht. Chef, glaube ich bei Wettersachen nicht. Bin gerade mit 10 Kilo Sprit und Reds auf die Strecke zurückgefahren. Wow. Ich bin gerade in die Box rein. Ich habe extra nochmal Wetterbericht abgerufen. Aber auch überlegt noch draußen bleiben, weil jetzt haben wir schöne Temperaturen. Alter! Also. Ja, aber er sagt aber auch, die Strecke wird noch eine Weile nass sein. Von daher ja, passt schon. Der Regen wird halt weniger, deswegen. Ich sehe es nicht. Es sind immer noch genauso viele Tropfen, die da runterfallen. Ne, was seid ihr für Pfeifen? Ihr passt noch Quali, ja. Alter, ist das ein bisschen instabiler Sack, Horst, oder? Horst ist nicht da. Ja, fiel mir in dem Moment auch ein. Aber auf P3 sehe ich mich halt. Was? Was? Vor Horst? Safe. Als ob ich mich von Horst bügeln lassen wollte. Mach, Digga! Ja, wir werden sehen, wer P3 wird. Es kann alles passieren. Spinalle und so, Safety Car Fast, gute Strategien und. Nix passiert. Das hab ich mir auch gerade gedacht, ja. Also. Ah, Digga, ich hab ein Knife, aber sonst nur Classic Skins. Nice. Ich auf P5. Gleich wieder raus, Exit. Welches Knife? Ja, nice. Ion Sword. Also auch kein gutes. Ja. So, hier, jetzt schauen wir Qualifying zu. Aimless mit einer 1:25.5 ist 0,5 schneller als der zweite und eine Sekunde schneller als der dritte. Ich würde gerade sagen, er ist 1,2 Sekunden schneller als ich. Und Aimless benallert sich fast. Wo holt ihr die Zeit bei dem scheiß Wetter raus, Digga? Oh, Aimless macht die Reifenbahn mit sehr, sehr taktischen Bewegungen. Nee, bei Aimless ist der Punkt einfach, der hat... Junge, der driftet aber ganz schön. Der hat einfach keine Angst. Ich hab immer noch so ein bisschen so, lass das Auto in einem Stück. Respekt. Ja. I mean, ich hab auch keine Angst, aber ich bin trotzdem fucking langsam. Ja, aber wir haben vielleicht so diese Zurückhaltung, so, lass das Auto heile. Die hat Aimless halt nicht, weil entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. So, und jetzt Aimless auf seine Hotlap. Ich hoffe, ich hab Marius gerade nicht blockiert irgendwie. Und Sektor 2, gelbe Flaggen. Ich glaube aber eher Marius blockiert mich gleich. Aimless kommt gut durch die ersten Kurven. Sektor 2 und Sektor 3 gelbe Flaggen. Nur noch Sektor 3 gelbe Flaggen. Aimless kommt viel zu weit raus dort. Ja, guck mal, die 2 Zähler auf Horst habe ich schon mal. Nein, Bit! Warum? Egal! Du möchtest ein Bit haben? Ja. Alles klar. Bit fanden wir nice. Ein Stumpen oder eine richtige Flasche? Der kommt viel zu weit raus, der Aimless, viel zu weit. Track Limits gibt's bei ihm nicht. Egal, ich war auch ein bisschen zu weit raus, hat aber Zeit gekostet. Ich glaube, das Wetter wird besser. Also zumindest die Strecke. Über die Schikane drüber. Trotz riesen Fehler habe ich mich gerade Sektor 2 gelbe Flaggen. Was? Sektor 1, 2 und 3 gelbe Flaggen. Das von Tra mit dem Frontflügel rein. Bei mir hat das den Vorderreifen gekostet. Er hat nur den Frontflügel verloren. Und Aimless. So schaue ich nie gegen zu. Mal schauen, was der weiß. Mit einer neuen schnellsten Runde. 25,4. Alles klar. Wer ist eigentlich gerade hinter mir auf der Strecke? Das müsste Gewitter sein, ne? Weil Aimless ist ja, glaube ich, vorne. Gewitter. Alles klar. Oh, Track Limits existieren bei mir nicht. So, jetzt schauen wir James zu. Kein Druck, James. Nö, sowieso nicht. Er fährt da gerade in Aqua Minerali. Ike. Okay. Und Gewitter mit einer neuen schnellsten Runde. 1:25, 1, 6, 8, 13. schneller als Aimless. Oh ja, ich verbessere mich nochmal. Krass. Alles klar, wieder 2 Zehntel im ersten.
James kommt gut durch. Schön gelassen. Ich liebe die Bedingungen, ehrlich. Ich fahr auch total gerne. Oh, nochmal eine Sekunde verbessert, Uli! Oh, Digga, auch normal. Und Niggi ist auf Platz 5. Meine Reifen sind zwar, glaube ich, schon 18 Jahre alt, aber ist mir scheißegal. Das juckt ja nicht. Hauptsache der Stand ist ja eh nicht auf den. Ja. Fuck, wie viel Tank habe ich noch? Nein! 0,07! Siehst du, darum bin ich extra mit 10 Kilo rausgefahren, damit ich bis zum Schluss fahren kann. Ich habe auch 10 Kilo mitgenommen. James kommt du. Ach nein, ich schaffe nicht nochmal eine. Ach nein, das heißt, das war jetzt meine. Och Mann, ich hätte mich safe nochmal verbessert. Ich bin auf P3, bitte. Was? Ja, stark gefahren, Wolf. Nicht schlecht. 1,26,2. Bist etwas mehr als eine Sekunde langsam als Gewitter der Erste. Und James kommt über die Linie mit einer 1,26,2. Junge, Wolf hat eine 2,31 und du hast eine 2,33. Alter, wie eng ist das? Ich schaff nicht nochmal eine. Oh Mann, oh, belasse mich. Aber James hat ja gesagt, er hat mehr Sprit dabei, das heißt, er wird jetzt nochmal schnell fahren. Ich kann noch 1,0 Runden fahren. Ja. Das heißt, er könnte sich nochmal, weil das Auto jetzt leichter wird, verbessern. Naja, und die Strecke war aber sein Skill kommt jetzt noch drauf an. Sein Skill wird auf jeden Fall nicht besser. Das nehme ich dir jetzt übel, jetzt zeige ich dir. Gerade habe ich dich gemocht, jetzt nicht mehr. Ach egal, P7 oder P8, fuck it, ey. Ja, du bist der Langsamste, wenn, ja, ja die zwei Autos, die ausgeschieden sind, jetzt mal nicht beachten. Oh, James kommt da ganz weit raus. Ja, ich hätte mich sehr... Also oh, James, James, ups. Oh. Let me know you're okay. Ist James. Okay. Also die Kurve da wir noch heute selbst beim Trocknen welches Spinal an. Oh Mann, ich aber hab's vor Horst geschafft. Also ist dir dasselbe passiert wie mir gerade, James. Bloß, dass du auf die andere Seite rausgeschleudert bist. Also hätte ich noch nee, mal... Nee, ich wollte... Ich hab die Kurve nicht bekommen, wollte die Brustkörbchen fahren und hab dann beim... auf die Strecke zurückfahren zu viel Gas gegeben. Hätte ich noch eine Runde, dann würde ich mich eigentlich auch so bei Horst sehen oder so. Weil ich selbst, also... Im ersten Sektor hatte ich schon wieder 0,4 ab, aber dann ist mein Tank leer gegangen. Oh. Ich kann nicht sehen, wie viel das Zeit noch ist, weil die ganze Zeit gelbe Flagge. Porsche hat gerade seine Kurve, eine Kurve geschnitten, um nochmal über die Ziellinie zu kommen. Okay. Nein! Nein! Das war die Schikane im ersten Sektor. 2,10 weggeworfen. Wolf, scheiße. Schade. Hast du es irgendwo auf einer Aufnahme? Leider nicht. Aber er fährt rein, also hat sich das sowieso erledigt. Oh, weit. Gewitter ist über Aimless, was ist denn jetzt los? Ja, ja, das ist... Hier, Gewitter macht ein bisschen Druck. Vor allem ignoriert Aimless und Gewitter. Was ist mit Wolf, Junge? Ja, der ist Wolf, richtig, richtig starke Zeit gefahren. Also bei einer 25,9 weiß ich auch nicht, ob ich da noch dran gekommen wäre. Mashallah. Also ich wäre safe auf so einer 1,26 oder so. Ja, wieso fährt Horf jetzt durch die Boxengasse? Damit das extra lang zieht. Warte, fährt noch einer? Ja, Marius fährt noch. Verdammt, Mann. 1,5 Zehntel oben weggeworfen. Ja, der Schließt, ist 3 Sekunden langsamer. Aber du bist trotzdem Dritter. Es hätte selbst 2 Zehntel, du hättest 15, du hättest dich um eine halbe Sekunde verbessern müssen. Dann wärst du Zweiter gewesen. Also von denen her ist es ja relativ egal. Du bist trotzdem Dritter. Es regnet einfach gefühlt gar nicht mehr. Ich liebe diese Bedingungen halt. Aber ja, mittlerweile könnte tatsächlich Intel angesagt gewesen sein. Ich hab das in Holland halt gemerkt, wo ihr da so Probleme hattet, dachte ich so, was zum Geier geht ab? Also du bist der Regenmeister, oder was? Mag Regen, nee, unheimlich. Das bin schon, nee, Entschuldigung, ich bin der Regengott. Hatte ich vergessen. Also, warum ist Deutsche schon mal bei dir? Weil James sich auf seiner letzten schnellen Runde weggegrillt hat. Ich hab mich auch gedreht. Ich hab keinen Tank mehr. Ich hab's aber in die Wand gehauen, du nicht. Wir haben richtig Spinalert, ja? Wir können's nur richtig. Ah, P7 Schmutz. Ah, scheiß drauf. Ich glaube, in der letzten Runde wären noch Inters gegangen. Ja. Nehmt euch jetzt einfach alle aus am Start. Aber. Niki, deine Aufgabe ist klar. Rambock nach vorne. Valtteri Bottas Mode activated. Du, Niki, da ist James. Niki, da Spezi nicht da ist, bist du jetzt mein mentaler Teamkollege.
Ach so! Nur weil ich auch ein Mercedes-Motor habe, oder was? Ja, du hast es erfasst. Also das finde ich schon mal ganz okay. Ich habe es ja fast, sagt der Junge. Ja, moin. Kurz, Afka. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, ich gehe auch nochmal schnell Wasser lassen. Viel Spaß. Das sind so erst muss ich doch die Sekunden. Strategie schnell einstellen. Oh, ist doch kacke, Mann. Ja, scheiß auf. Ja, komm. Mach mal dies, mach mal das, mach mal jenes. Ey, fahr mal hier so und dann fahr mal so. Nein, das wollte ich nicht. Ich bin kurz, Pinkelstopp machen, bis gleich. Ja, bis gleich. Viel Spaß. Ah, Tank noch ändern, Tank noch ändern. Wieso denn? Dann probieren wir mal das. Es wird doch eh kein Safety Car kommen. Doch, doch, ich biete 32, genau 32 Laps. Das, ich biete, okay, ich geh mit. So. Ja, wie viel machst du? Auch 32? Ja, auch 32. Oh. Aber machst du 54,4 oder 54? So. Ich mach. Ui. 54,3. Oh, so, du. Da ist eine Warnung. Ist das so? Wenn she only says. She likes bad boys. 54,3. Ja, moin. Gut, ich habe jetzt zwei Auswahlmöglichkeiten. So, wer macht ein und wer macht zwei Stops? Auf jeden Fall ein. What the fuck? Ernsthaft? Machst ja, du medium klar. Hard oder soft hard? Nein, nein. Medium soft, what the fuck? Okay. So, wieder da. Willkommen zurück. So, halten die roten Reifen eigentlich wirklich nur so kurz? Was ist da los, Alter? 10, 11 Runden so nur, ne? Ist das jetzt wegen Regen, weil wir nicht auf Trocken gefahren sind, oder? Nee, die broken. Verrecken halt einfach wirklich auf der Map. So. Kann man eine 1-Stop gefahren. Eure 2 Minuten sind übrigens um. Ja, ja? Nein, Einführungsrunde, ja, oder? Ne? Haben wir jetzt wieder ja. angemacht, oder? Die ist jetzt okay. wieder an. Oh, da warten ein paar auf Medium. Ey, oh, da ist jemand auf roten Jan, Reifen. Der Maler ist auf roten Reifen. Ja, der muss im ersten Stint wieder schwitzen. Ich hab mir gedacht, auf dem schnelleren Stint nehme ich den harten Reifen. Leute. Niki ist auf roten Reifen, beachtet und das der, und der Alpine ist auch auf roten Reifen. Ja, du hast gesagt, ich bin ein Team, ey. Ah, du bist auch auf roten Reifen. Also, meine Herangehensweise war Auto schwer, nee, Medium sind die Alpine. Also nee, ich hab vernommen, du siehst das jetzt genauso wie ich. Ich weiß nicht. Aber ich nehme an schon. Ausgezeichnet. Alter, was macht der Gewitter da vorne? Keine Ahnung. Der ist ja schon weit fahren. Über alle Berge. Reifen auf. Oh, Niggi. Ja, ich wollte mich schon mal ich wollte schon mal üben, falls und das als Mercedes-Fahrer, ey. Okay. Ich wollte eigentlich nicht den Mercedes, aber nur noch der war frei. Oder der Ferrari, aber ich will kein Ferrari. Rot ist scheiße. Der richtige Valtteri Bottas. Ja, zur neuen Saison gibt es eine neue Einteilung. Bin ich gespannt, wo ich reinnieten darf. Ja, wir haben da so bei dir. Ich mach eine riesen Lücke, was ist denn hier los? Bei dir haben wir so gedacht am Haas. Ich hab keine Lücke. Aber nein, Horsch, guck doch mal. Ich sehe die Lücke auch, ja. Ach, das ist nicht erlaubt. Ist es auch nicht. Soll ich, soll ich das mal aufnehmen? Ich hab's schon bereits aufgenommen. Es ist alles aber keine Einführungsrunde, was der da macht. Der pisst einfach voll durch, Mann. Ja, dann werden die Reifen wenigstens warm. Schon. Ich glaube, er macht's, weil er nämlich Angst hat, dass er Wetz sehr gewohnt ist. Ja, er wollte eine Proberunde jetzt auf Trocken fahren, ja, ja. Stimmt. Das Ding ist halt, wenn du die gelben Schluppen drauf hast, dann kannst du das Tempo erstmal nicht so mitgehen. Ja, Boah, Tristan will sich vordrängeln. Fast überholt, ich krieg dich, so. Wünsche euch ein schönes Rennen. Ich ja. Dir auch, viel Spaß. Macht's nicht kaputt. Nein, machen wir nicht. Ich geb mir mein Bestes nicht zu spielen. Das ist gut. Aber ich gebe das Beste, um den Walter die Bottas zu machen.
gegen George Russell. Ich hab das Gefühl, ich bin der Start. Gott, Digga. Ja, du hast auf jeden Fall einen heftigen Start. Das war ein super Start. Sehr, sehr gut. Sorry, ich weiß nicht, ob ich noch. Aber Wolf hat halt irgendwie die Tür leicht zugemacht. Hi, Wolf. Ey! Sorry. Ciao, Wolf. Das war Wolf, das hab ich gesehen. Nee, das war Wolf. Wolf war das, ja. Ich hab ich war vorne, oder? Achso, nee, du warst neben mir und hast dich voll auf die Bürste gedrückt. Ich hab's mir gedacht, hey, warum fährst du nicht? Aber ich hab dann einen Spinaller gesehen, also alles gut. Alles gut. Du musstest ein bisschen vom Gas gehen. Das ist ganz klar. Das hab ich gesehen. Aber ich hab keinen Schaden, also von denen her alles gut. Ja, ich wollte es nur sagen. Ja, alles gut, ey. Ich hab's gesehen, ich dachte mir so, oh ja. Gut, dass du da ein bisschen gebremst hast, weil sonst... Ey, Achtung, Aquaminerali! War ich das? Yellow. Karma! Nee, war der Curb. Ah. Ey, zwei Plätze schon gemacht. Ja, ich hätte auch Marius gehabt, hätte ich nicht bremsen müssen. Ich Voll. Hab's gesehen, ihr habt ein gutes Battle. Ich wollte da eigentlich auch schon rein, dachte mir so, nee, ich schau mir das erstmal an, was ihr da so macht. Ach, die beiden Alphas sind ja auch. Marius hat den Park gebremst. Ich musste richtig hart bremsen, um nicht meinen Frontflügel zu donnern. Ja, jetzt bist du natürlich dran, ist ja klar. Ja, nee, alles gut. Ich lass dich fahren, du hast Softs. What the fuck. Ich geh da mit harten Reifen nicht ran. Aber James, ich hab dich ja voll nicht gesehen. Ne? Ich hab keine Pfeile und nichts gehabt. Ja, alles gut. Alles gut. War irgendwie auf dem Rückspiegel fixiert, weil da der Mercedes so angeschossen kam. Also Tristan, kleiner Hinweis für dich. Ja, Marius hat im ersten Sektor Probleme. Okay, danke für die Info. Ey, Darkside, was geht? Kannst du vergessen, die zwei Alphas einzuholen, Digga. Naja, macht auf jeden Fall viel mehr Bock. Hab ich dir schon mal geschrieben. Da lässt mich Marius gerade vorbei. Ja, der hat, glaube ich, gemerkt. Vorbei. Junge, no way, was ist das für einer? Hallo, Marius, kämpf mal! Digga, Marius hält sich fast Spinaler. Wobei man so muss, diese Dreher von James ja nur ausgelöst worden von Niki, ne? Ach so! Nee, eigentlich von Wolf, aber der hat sich entschuldigt, dann ist das okay für mich. Also, das kann ich vergessen. Da halte ich nicht mit da vorne. Ich spiele auf PC, Darkseid. Das ist ein Marius, wo ist der Lander? Er hat den ersten Sektor Probleme. Irgendeiner von den Alphas hat einen Fehler gemacht. Aimless hat einen Fehler gemacht. Hat gerade 1,5 verloren. Also wenn du dran bleibst, Tristan, kann ich dich mitziehen auf Forscht. Ja, dann let's go. Ich hab grad die Hoffnung, dass ich nochmal an James rankomme. Nein, du Gast. Nein! Hat man gerade? Ja. Caution. Alles gut. Musst du ausweichen. Natürlich muss ich jetzt hier stehen. Mich irritiert. Ich muss jetzt hier natürlich stehen bleiben und mir den Frontflügel verlassen von Marius. Ich kenn mich natürlich. Nice. Das hab ich trotzdem voll irritiert. Ja, in der Schikane statt der nächste. Tristan. Ja. Green Flag? We're racing again. Weil meine Reifen dreckig waren, habe ich mich in der Schikane dann gedreht, weil ich übers Kiesbett musste, um aufzuweichen. Hast du den Frontflügel kaputt gemacht bei dem Zwischenfall? Nee, die habe ich nichts kaputt gemacht, oder? Nö. Maler, wenn du dran bleibst, gebe ich dir Windschirm und DRS, dann können wir wieder nach vorne. Ich hab mir Schichten Frontflügel, Marius ist mir über den Frontflügel gefahren. Ah, fuck, okay, ja, dann wechsel mal lieber auf harte Reifen. Ein bisschen ERS benutzen hier. Das ERS ist aber so krass auf Imola, ja. Du kriegst halt kaum was zurück, ja. Das ist das Problem. Ja. Darum versuche ich es auch so wenig wie möglich zu benutzen, weil ich muss. Ist doch aber auch so ähnlich wie in Portimao. Ich muss Wolf wieder aus der Sekunde rausbringen.
Nee, das ist ganz, ganz gut so, da kann ich nämlich eher sparen. Nee, du musst das schon schön raus. Toll, das wäre nicht gelaufen ohne Safety Car. Aber James. Mein Gefühl sagt, dass mir das heute kein Safety Car kommen wird. Doch. Nee, irgendwie nicht. Hey, James, wo willst du hin? Hast du es eilig, oder? Ja, weg! Gibt's Essen, oder was? Ja, ich esse zeitig. Mobbing. Direkt ein Antrag bei der Liga-Leitung hier. Das geht doch erst nach 9 Monaten. Ach, verdammt. Außerdem finden 9 von 10 Leuten Mobbing vollkommen okay. In der Liga jetzt, oder woanders? Immer. Das ist so generell so eine Aussage halt, die man, eine Redewendung kann man es auch nennen. Marius, sollte James auf dich aufschließen, James hinaus. Der hört dich nicht. Achso. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Ist Ballista aktiv. Außerdem einfach so andere Leute zu instrumentalisieren, das ist meine, das ist mein Ding. Lila Sektor 2. Aber ich hol trotzdem irgendwie nicht auf. So ein geiles Quali und dann voll verkackt, ey. Ja, was soll ich denn sagen? Ich fand meinen Start wieder nice. Ja, hat dir nur nicht so viel gebracht, weil ich dir die Lücke halt zugemacht habe. Und doch, dann stand dir da so ein Wolf im Weg. Der war trotzdem nice, der Start. Bin zufrieden. Naja, er stand dir ein Wolf im Weg, oder? Nee, er hat mich dann in der Kurve rausgedrängt, aber auf dem Weg zur ersten Kurve habe ich dafür gesorgt, dass er dir im Weg steht. Ja, stimmt schon. Ja, da wusste ich, dass du neben mir bist, deswegen bin ich weit links geblieben, aber dann hat es mich halt in der Kurve ein bisschen noch rechts gedrückt. Ja, das ist ja nicht schlimm. Außer, dass ich mich gedreht habe, ist ja nichts passiert. Und das versuche ich gerade wieder rauszufahren. Ich habe das Gefühl, die Mediums kommen jetzt so langsam wieder. Ja, ich fahre sowieso. Das weißt du. Ja, nee, aber ich meine, die Mediums sind jetzt schneller. Oh Gott, schwierige Kurve. Da waren sie beide so schnell. Mann, ärgert mich. Jetzt habe ich Aqua an die Mineralien ein bisschen versaut, direkt wieder James weggezogen. Marius hat sich ja null gewehrt. Wie langweilig. The gap to the car ahead is 9.4 seconds. Naja, doch, mein Start. Das merke ich ja erst jetzt. Mein Start war gut. Ich habe ja die beiden Alpins überholt. Am Start allein nur. Bin mal gespannt, was dann unterm Strich schneller ist, die ein oder die zwei Stops. Du fährst zwei? Was machst du? Medium Soft Soft oder was? Ich mach Medium Soft Soft, ja. Oh. Da bin ich auch mal gespannt. Bin mal gespannt, ob ich noch einen Stop durchkrieg mit Medium Soft. Alter, wie können die jetzt noch Fastest Laps fahren, Digga? Was waren die schnellste Runde jetzt? 1.17.9 oder so. Und die Reifen sind hier schon auf gut 30-35% nicht so oft. Na, vielleicht nicht bei Gewitter oder so. Vielleicht nur bei dir. Ja, aber gut, dann mach halt minus 5 oder 6%, dann sind es immer noch so 30%, wie die haben. Okay, you're creating some breathing space between you and the car behind by a few seconds per lap. Ist okay, Jeff, aber Target ist Auto vor mir, nicht hinter mir. God damn it! Was soll das?
Platz-Eingang Tamburello eben ein bisschen auch kalt erwischt. Bei mir am Ausgang. Also da, wo du voll auf dem Gas stehst, da merkst du, das Heck langsam rutscht. No! Ja, so extrem jetzt nicht. Das hat schon wieder 15 Öl gekostet auf Horst. Oh, Horst hat aber gerade einen Fehler gemacht. Der hat gerade bei mir 0,6 verloren zu mir. A new strategy is available on the MFD. 0,4 hat der, oder? Hat der Frontflügel? Which has resulted in lots of gerne! Debris on the track. The safety car is available on the MFD. Alter, das passt natürlich, ne? Nee, passt gar nicht. Doch. Damit ist Malagat wieder im Spiel, Junge. Wie, mein imaginärer, vorübergehender Teammate war letzter? Aber. Ja, ich hab mich da Aquamarani gedreht und dann kamen natürlich drei Autos, die mich bloß sicher vorher durchlassen. Mach ich jetzt weiß oder gelb? Horsch macht auch Two-Stop, okay. Plus ein kaputter Frontflügel, weil Marius meinte, schaut drauf. Ja, aber ich komm vor Maler wieder aus der Box. Ja, das dürfte auch klar sein mit 40 Sekunden Abstand. Komm, schraub die Flügel dran. Mal gucken, was die zwei Alphas machen. Bin ich gespannt, ob beide jetzt reingehen, double stacken oder? Die gehen beide rein. Das machen die immer bei Safety Car. So, damit ist James auch wieder back in the game. Och man, ich hatte so eine schöne Lücke gebaut. 7 fucking Sekunden, waren sogar fast 8. Warum ist eigentlich das Safety Car rausgekommen? Weil ich Spinella gemacht habe. Och James! Aber bei mir kam es nicht, ne? Ja, und bei mir auch nicht. Oh, harte fährst du, Tristan. Ja, das kommt mir jetzt zugute. Ich hab eben auch überlegt, ob ich auf Fahrt gehen soll, ne? Hab ich auch kurz drüber nachgedacht. Dann ist mir eingefallen, dass ich es im Training probiert habe. Ich find's halt einfach ultra scheiße. Ich mag am liebsten die Mediums. Die Mediums sind in diesem Spiel auch krass. Weil die Softs bei 35% sind die klinisch tot. Jein. Ich finde auf Imola geht das voll fit. Meine Softs waren jetzt auf 40%, ich wollte noch 2 Runden damit fahren und ich hatte trotzdem recht konstant von meiner Pace her. Gib Gas, der ist in der Box, gib Gas! Ja, ich hab Delta, sorry. Nicht mehr, wenn du über Ziel gehst nicht mehr, deswegen gib Gas. Nee, du, ich bin eigentlich schade. Froh, dass das, ah ne, wait, wo ist der andere? Ach ne, ja gut. Er ist auch schon vorne. Ne, finde ich gut, dass beide vor mir sind, weil dann ist es weniger Risiko, dass irgendein Schaden beim Überholen passiert. Safety Car, jetzt ist Delta generell weg. Ja, aber ich meine, wo er gesagt hat, Gas, war noch mein Delta da. Ja, das war schon. Man muss doch wohl wissen, dass du, wenn du über die Ziellinie fährst und der erste ist schon beim Safety Car, dass das Delta dann weggeht. Mein Delta war schon bei minus 5 oder so, 0,5 und ich hatte noch 3 Sekunden. Das hätte ich nicht mehr bis zur Ziellinie geschafft. Wer ist eigentlich vorne? Aimless oder Gewitter? Gewitter momentan. Gewitter. Also er war die ganze Zeit vorne, Gewitter. Doch wieder Aimless so ein. Guck mal die ganze Zeit hinterher. Gibt doch wieder so ein Punkt Restart. Gewitter hat harte drauf, Aimless hat soft, das heißt Aimless wird höchstwahrscheinlich noch einen Stop machen. Aimless wird dann jetzt auch Aimless soft und medium fahren. Naja, solche. Naja, du hast soft gesagt. Oh, sorry, medium meine ich ja. Sorry. Ja, ich fahr die Softs einfach jetzt. Und geh dann später nochmal auf Mediums. Normaler, hast du eigentlich jetzt auch dasselbe gedacht wie ich? Soft, Medium, Soft, oder? Ja. Ah, perfekt. Habe ich mir auch angeguckt, war aber langsamer als Medium, Soft, Soft. Ja, aber nicht viel, viel langsamer. Das waren nur ein paar Zehntel. Egal, war langsamer. Und ich wollte halt auf dem Medium starten. Ah. Ich mir gedacht habe, halt schweres Auto, härtere Reifen, ist vielleicht nicht dumm. Tristan ist hinter mir, okay. Na, du brauchst keine Angst. Ja, ich hoffe, du willst mit deinen Harten nicht mich überholen. Nee, hey James, pass auf, im Stream von Amos hast du jetzt gerade das Safety Car ausgelöst, um mir zu helfen. Aber ich will schon ein bisschen attackieren, wenn ich Möglichkeit habe. Oh, Horsch ist auf Soft? Okay. Ja, ich auch. Ja, die Alpine sind beide auf Soft. Das heißt, sie gehen auf jeden Fall nochmal rein. Ja, ich sehe die auch beide. Generell, alle, die jetzt auf Medium oder Soft sind, müssen nochmal rein. Die schaffen das nicht. Ja.
Aber wenn man die Harten halt nicht fahren will, ne? Ja, klar. Aber selbst mit den Harts könnte es knapp werden, oder? Naja, also ich habe schon ganz schön auf. In 11 Runden habe ich 20%, also kannst du es ja ausrechnen. Ja, es wäre so ungefähr der Bereich gewesen, den ich mir auch gedacht hätte, so 2% pro Runde. Auf dem Medium bist halt du bei 3 und bei den Slots wahrscheinlich so bei 5. Sparsam kannst du mit den Reifen haushalten. Ja, wie groß ist halt der Verlust? Ich muss halt die schnellste nehmen. Ich muss die Mediums nehmen, weil ich halt edel langsam bin. Alter, Amnes. Okay, let's get ja, ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flag. Bitte lass eine Lücke. Also irgendwie 2-3 Autos oder so. Bleibt rechts von dir, ist das in Ordnung? Nee, geht alles gut. Ich weiß, was Sache ist. Marius, ich bin rechts von dir. Ja, wir versetzt fahren, nicht, dass wir uns da jetzt. Da komm, die Reifen sind doch jetzt schon bei mir auf 100 Grad. Wie warm willst du die noch machen im Winter? Hey, bei mir nur 80, deswegen wahrscheinlich. Oh, kein Assi-Restart? Krass. Das war ja ein legit Restart. Bremst gleich nochmal. Let's get back up to racing speed. Der Amnes überholt jetzt Gewitter. Wie erwartet. Multi 21. Einfach in der DRS-Zone bleiben, Nick. Einfach in der DRS-Zone bleiben. Ich glaube, Gewitter struggelt auf den Harten ganz schön. Kann sein. Der fährt nicht oft. Hallo, Wolf. Moin. Bin schon da. Weiß, ich lass dich auch gleich vorbei. Das ist ja nicht langweilig. Ich nicht. Ich schon. Ich nicht. Okay. Du wolltest dich vorbeilassen? Bisschen wehre ich mich vielleicht doch noch. Damit jetzt nicht ganz so auffällig ist. Kannst mal alle aufhalten. Wir sind keine Teamkollegen. Aber sowas ähnliches. Was? Nur weil ich mit der Tochterstall fahr. Genau, weil du mit der Tochter schläfst. Was? Was? What the fuck, mate? War der Wendler genannt? Na. Dann hätte ich dich Corona-Leugner genannt. Hier ganz schön viel leer ist. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Check your MFD for a new strategy option. Nein, Jeff, wir wollen keine neue Strategie. Aber die wir haben, ist ganz gut. Hm? Hm? Copy that. Ist klar. Ich weiß jetzt, wo meine Schwachstellen sind. Das ist doch nicht die Chicane. Nee. Nee. Ich sehe jedes Mal, wo Gewitter abzieht und ich wieder gaine dann. Das heißt ja für mich im Endeffekt, dass ich da scheiße bin. Upsi! Beim Rest. Ja, James. Alter, wie dein. Dass du dem vor allem alles nachmachst.
es ist furchtbar. Hä, kenne ich Belgien. Ich bin halt ernsthaft jetzt gerade noch aus der DHS-Zone rausgejedet worden. Nice, nice Gewitter. Well done. Und James, it's revital. Ah, Kies! Verdammt! Hier los. Ja, free white. Holen wir einfach alle drei. Ja. Alle beide. Alter, Marius entscheidet euch. Fahr. So nehme ich. Der eine war auf hart zu langsam, der andere war halt. Boah. Der ist mir zur vorletzten Kurve runter schon auf den Sack gegangen, weil er so lahm war. Hab ich mir gedacht. Ach, das warst du, Tristan? Ich habe eigentlich schon den Reinstecher gesehen, aber. Ich hab's versucht einmal, aber es hat nicht geklappt. Ich glaube, er hat's kommen sehen und hat halt auch später gebremst. Na, guck mal, jetzt innerhalb von zwei Sektoren schon eine Sekunde weggefahren von denen. Ja, das Bittere ist halt, dass ich nicht wirklich hinter dir jetzt bleiben kann. Weil nee, das wirklich Bittere ist, dass in der Zeit, wo ich mich da durchkämpfen musste, Horst schon fast sechs Sekunden wieder weggefahren ist. Ja, das Ding war halt, dass Marius und Tristan sich da eben nicht so ganz einig waren. Ja, der hat mir einen Frontflügel abgefahren, weil ich halt links von ihnen wieder war, weil du hast ihn halt zu weit rechts, dann war bin ich links von ihnen gewesen und er hat halt komplett einfach seine Linie weitergefahren. Da ist er. Aber egal, ist halt so. Versuch halt trotzdem jetzt einfach das Rennen weiterzufahren und irgendwie One-Stop noch durchzubringen. Ja, vielleicht kommt dann nochmal Safety Car. Also du kannst jetzt schon auf die Mediums gehen? Ja, aber ich will ja Soft fahren. Zum Ende, dass ich schneller bin. Ich sag's ja nur, kannst du jetzt schon... Toll, von hinten drückt Maler. Ja. Lass ihn mal drücken. Da war Marius ein Fehler, okay. Er reicht aber nicht. Scheiße. Er hat eigentlich mit Controller, das sieht manchmal so. Wer? Marius. Keine Ahnung. Könnte sein. Also ihr habt doch gemeint, ich sei jetzt der einzigste Controllerfahrer. Ja, so, ja, soweit ich das weiß, bist du das auch. Boah, Marius, das war knapp, ey. Digga, Aqua Minerali ist er links von der Strecke abgekommen, kommt wieder zurück. Und macht mir voll die Tür zu. Hab ich nur was beim Horst gerade abgeht. Ach, der hängt im DRS von Niggi. Jupp. Darum zieht der so weg. Naja, tatsächlich hat er erst das erste Mal jetzt DRS. Also die anderen Runden davor kannst du nicht ruhig fragen, was los ist. Ja, da hat er deinen Windschatten gehabt. Nee, aber zu weit weg. Ja. Will ich jetzt auch sagen. Mal sehen, wie lange Marius Maler aufhalten kann. Wahrscheinlich nicht lang. Der lässt doch jeden freiwillig vorbei. Ja, bei mir hat er eben gekämpft. Echt? Bei mir nicht? Also, oder ich war so schnell, dass ich es nicht gemerkt habe. Müsste ich Tristan jetzt fragen, der hat das miterlebt. Ja, ich habe perfekte Vision gehabt. Also, ich kann es im Stream klippen und nochmal nachschauen. Okay, Rasch wird jetzt vorbei, Heaton an mir. Jetzt zieht er mir nicht weg. James, wieso ziehst du mir eigentlich noch weg? Du hast rote Reifen, die müsst doch auch schon jetzt in die Knie gehen. 34 vorne rechts. Ich überlege auch tatsächlich, so gegen Runde 20, 21, in Box zu fahren. Aber Jeff hat mich ja auf meine ursprüngliche Strategie zurückgeschickt. Wer ist dieser Jeff eigentlich? Ein hochkompetenter Racing Engineer. Hochkompetent? Ja, hochkompetent. Im Normalfall gibt er mir gute Tipps.
Hey, jetzt komme ich nicht von Marius weg. Ist doch nicht normal. Doch, von dem kommt man leicht weg. Ja, aber gerade nicht. Obwohl er am Kämpfen ist mit Maler. Okay, gap ahead is 6.5 seconds. Ich glaube, mein Ziel, 16 Punkte auf Spezi gut zu machen, ist, das sehe ich noch. Vierter müsste ich dafür werden, glaube ich. Oh nein, er leckt. Ja, meins war nur einmal. Arsch, Digga, der ist gerade einmal richtig zurückgeleckt bei mir. Der ist undicht. Ja. Ich hab halt vergessen, meinen Reifendruck wieder zu machen. Da hat er sich fast den Flügel an mir kaputt gefahren, der Marius. Tire condition is still looking good. Die Frage ist jetzt, hier den Spagat zu finden zwischen eher es sparen und es benutzen. Ja, das struggle ich auch gerade am meisten. Also ich bin nur bei fast 50%, aber ich traue mich halt auch nicht großartig was einzusetzen. Ich glaube, Porsche macht es die ganze Zeit. Sein Licht ist dauerhaft am Blinken. Ja, dann müsstest du ihn ja easy überholen können. Ja, dürfte ich jetzt auch. Also hätte ich jetzt schon öfters machen können, aber ich will es lieber safe machen. Auf der... Lange safe, sag ich. Mit DRS. Digga, wie spät hat er denn gerade gebremst, Mann? Jetzt hat er mich aus Bre... Ach, blöd. Okay, dann wird's halt erst nächste Runde doch was. Dieses russische Fluchen. Oh, Wolf. Ja, Kies ist scheiße. Nee, wenn du viel davon auf dem Konto hast, ist es gut. Leute, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte, gell? Weht, Formel 1, was sonst? Was denkst du? Aber bitte kann ich nicht meine Vorderachse anrempeln. Brauchen wir Abwechslung. Hab ich dir erwischt? Nee, oder? Du hast mich an der Vorderachse. Ich musste abbremsen. Sorry. Das ist schlimm. James vorne so freut sich, weil er wegfahren kann. Scheiße, Mann. Geht mir auf den Sack gerade, ehrlich. Ich muss aber halt auch noch mal in die Box. Vergiss das bitte nicht. Was wird das? Das ist Wolf. Hat er Angst. Ich verbremse mich immer in der vorletzten Kurve. Das war nicht gut. Das war nicht. Der Wind hat einen Snack. Vielleicht auch ein bisschen, aber nee, ich hatte wirklich Angst, weil ich wusste nicht, ob ich... dich da komplett blockier oder was? So gut, also die Formel müssen auch noch alle mal in die Box. Ist auf einer. Ja gut, Gewitter wahrscheinlich nicht. Genau. Aber Negi muss nochmal, Horst muss safe nochmal. Naja, seine Reifen dürften also übelst verrecken. Ich bin... hab Respekt vor ihm, dass er so eine Pace noch hat. Ich muss mich da tatsächlich demjenigen anschließen, der das gesagt hat, aber die Softs gehen echt lange klar. Sag ich ja. Das habe ich gesagt. Die Softs sind krass hier auf der Strecke. Die sind gar nicht mal so bad. Ich kann zwar mit Negi auf Mediums schon nicht mehr mithalten. Aber wenn du überlegst, wie alt deine sind und meine sind und du trotzdem noch so gut mithalten kannst, hast du noch einen recht guten Grip-Scheiß. Ne, jetzt hat Horsch mich sogar aus der DRS-Zone rausgejätet. Bei Horsch komme ich... Ja, doch, geht einigermaßen. Oder ist er in die Box gefahren jetzt? Nee, aber ich habe gerade einen Fehler gemacht. Jetzt dürftest du gerade 6 Sekunden oder so noch haben bei mir, oder? 7,2. Nee. 7,5. Wolf, was ist los? Ich habe die deutlich älteren Reifen. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Tun jetzt eh, dass ich so bei euch mitfahre. Go, go, go. Kämpfen kann. Maler und Wolf müssen auch nochmal Box. Nein, ich kann durchfahren. Das glaube ich nicht.
Nicht ohne massive Verluste. Bin erst bei 30%. Erst bei 30%. Ich fahr schon 18 Runden. Guck mal vorne rechts. Ja gut, da ist 35. Dieser. Tausch eine PB nach der anderen raus hier. Nicht schlecht. 16:0. Oh oh. Horst ist jetzt nochmal aufs Soft gegangen. Oh, 5 Sekunden Strafe. Zu schnell in die Box gefahren. Nee, auch Pit. Pit. Gap to the car in front is 10.6 seconds. Mhm. Wie viel Zeit habe ich durch die früheren Boxen so gut gemacht? Fast 2 Sekunden. 2,5 sogar. Ne, ich glaube, wir hatten 7,5 Abstand und was jetzt 5,2. Das waren 7,7 am Ende. Kopf verwickelt Horst in Fight. Ja, ich versuch's gerade. Bei dem P3, den will ich mir schon noch gern snacken. Lila Sektor 2, das hat doch schon was zu bedeuten, oder? Jetzt bin ich doch wieder in der DS-Zone. Einer von gebrochen. Den Alphas ist in der Box. Ja, Aimless. Aimless. Komm, fightet da mal ein paar Kurven. Maler 5 Sekunden schmeckt. Das ist gut für mich. Oh, ohne lila Sektor übrigens. Und wenn es einer war, dann war es der dritte. Aber ihr fahrt mir trotzdem weg. Warum? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wieso machst du die schnellste Runde und trotzdem fahren wir dir weg? Na gut, wir beide sind halt auf komplett frischen Softs jetzt, ne? Ja, gut, meine sind eine Runde älter. Ah, achso, stimmt. Du bist ja auch erst vor kurzem in die Box. Ey, sein Licht flackert schon wieder, Digga. Und ich habe 40% noch. Ich bin jetzt bei 90. So, jetzt fahre ich keine schnellste Runde und habe eine Zehntel aufgeholt. Hä? Ich verstehe nicht, was mit mir los ist. Die Dirty Air kickt ja in den letzten Runden, in den letzten Kurven so hart rein. Ja, die ist eklig am Ende. Das rettet ihn die ganze Zeit, Mann. Das triggert mich gerade. Egal. Solange er nicht von mir wegzieht, ist mir alles egal. Die Kurve, die kann ich nicht. Bis Marius. You're increasing the gap on the car behind by 5/10 per lap. Weißt du, das ist so ein kacklangweiliges Rennen, ne? Von denen hinter mir fahre ich weg und die vor mir fahren vor mir weg. Das heißt, du hast eigentlich nur so trainingmäßig. Na, du musst da erstmal ankommen. Da sehe ich jetzt nicht das größte Problem drin. Ja, gut. So, jetzt bitte kein Fehler. Der TR kickt bitte nicht so hart rein.
gekriegt ja, habe. Ja, danke, Aimless. Aimless einfach um eine Sekunde fast schneller als deine Schnellzone. Der gönnt mir auch nichts, ja, 19. Komm, hol dir! Und später! Ach, nicht mehr überholen kann. Alter, er lässt mir null Platz, Digga! Die beiden hätten uns fast beinahe wieder das Game zu Ende gebietet, Alter. Mein Gott, ey. Egal, du musst gegen ihn so fahren wie er gegen dich. Lass ihm einfach beim nächsten Mal keinen Platz. Weißt du, Wolf hat mich auch auf die Würstchen gedrückt. Kannst du das mit ihm auch machen? Alter. Er sieht doch, dass ich schneller bin, Junge. Soll mich doch einfach vorbeilassen, ey. Das würde ich auch nicht machen. Das ist für mich halt auch kein Argument. So, ich bin schneller, lass mich mal vorbei. Mm-mm. Nein, ich meine, noch. Ich war. Ah, egal, scheiß drauf. Noch ist das Rennen nicht zu Ende, noch bin ich in der DS, so. Alles chillig. Verzeihen, warum ihn einfach? Das wird erst nächste Runde was. Jetzt hole ich erst wieder gerade richtig auf. Du musst ihn im Zweifel halt einfach auch mal überraschen. Irgendwas machen, womit er nicht rechnet. In die Wand fahren. Nee, vor der Haarnadel zum Beispiel einen Angriff setzen. Also, damit rechnet er nicht. Da habe ich bei Marius auch 2-3 Mal überlegt, ob ich da reinlaufen lasse. Mein Maler! Hast du ihn jetzt durchgelassen? Oder nee, hast du ihn auf ihn aufgeholt? Ich habe aufgeholt. Achso. Dann holen wir. Werde stets bemüht sein. Aimless wird sich sehr drüber freuen. Habe ich gehört. Das Ding ist, ich muss eigentlich nur dranbleiben. Das stimmt. Vielleicht kann ich ihn sogar unter Druck setzen. Alter, wenn glaubst ich ihn jetzt nicht habe, weiß ich auch nicht weiter. Was? Wir holen die. Du glaubst echt, du kannst mich unter Druck setzen, Wolf? Was ist das? Jawoll, hassen. Und jetzt halt ich hab mal schon ein bisschen mehrere schwere Fights hinter mir. Oh, und jetzt nutze ich meine ERS, kannst du vielleicht mit anderen machen. Du sollst ihn aufhalten. Schön, dass du bei mir im Chat bist. Lass dich doch ein bisschen. Maler Fanclub Number One schreibt später bei mir rein. Warte, das ist langweilig, der Maler Fanclub ist viel zu teuer. Meiner ist kostenlos. Wie viel kostet der Maler Fanclub? Der kostet, der hat bestimmt wieder Wucherpreise. Ja, aber wen kann man da einen potenziellen Meister anfeuern? Nicht so wie bei James. Oh. Oh Maler, wie viele Punkte verlierst du heute auf Aimless? Ja und? Und ich weiß, da kommen noch mindestens 2 Strecken, auf denen du nicht unbedingt der schnellste bist. Ja, mit Track Limits hat der Junge aber auch nichts gehört, ne? Ja, ich hatte Frontflügelschaden und bin auf harten gestartet, speziell. Und mit Frontflügelschaden dann auf harten das zu fahren, mit ist den, sehr, mit sehr den Track Limits kannst du ja. Und jetzt bin ich in Runde 20 auf Soft. Und ja, der jetzt wenigstens noch Mario schon wieder. Holen. Ja, ja, ist scheiße. Aber Maler, ich find's krass, dass ich bei dir mithalten kann. Nee, ist das nicht letzter, ja. Wer ist eigentlich letzter? Ich. Marius ist vor mir, aber ich habe eine schnellere Pace. Ja, dann holen dir. Ja, bin da schon unterwegs. Ich und bin Niki, du hol dir gefälligst Horst. Wenn er schon aufholen muss auf mich, dann wenigstens nicht so viel. Digga, fuck. Nice.
Ach man. Was? Spinaler. There's been an incident on track. Danke. But officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Schwierig. Also Safety Car bleibt. Safety Car kommt. Ja, aber es bleibt nicht so lange. Es fährt in Runde 30 wieder rein. Ich bleib auf den Reifen. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. Okay, gap ahead is 9.9 seconds. Hat er nicht vorhin gesagt Safety Car? Nein, die haben gesagt, sie denken nicht, dass das Safety Car kommen wird. Aber ich hatte eine Safety Car Einblendung. Nein. Zap? Ja, hatte ich. Hä, hey, what the fuck? Bei mir nicht. Sonst hätte ich ja gar nicht über den Reifenwechsel nachgedacht. Markus, bleib konzentriert, ey. Oh, ich komme jetzt direkt ins Battle raus. Nee, jetzt hol dir doch den Arsch langsam mal. Weil ich soll das nicht von dem schrubben lässt. Warum? Ich und Horst haben halt so mäßig dieselbe Pace. Er ist halt auf der Strecke einen Ticken besser sogar. Weil das mit den Track Limits, wer das gesagt hat, würde ich vorhin gesagt hat, das würde ich mir trotzdem gerne mal angucken. Ich habe das jetzt nicht aufgenommen. Außerdem war es jetzt nur einmal. Aber die waren halt übelst krass, die hatten halt übelst Zeit gegaint. So Tristan, du kannst jetzt Zünglein an der Waage sein. Ich weiß. Also, wie viel bietest du mir? Du kannst jetzt der Mick Schumacher sein. Ja, der... ich bin der Mick Schumacher. Was fahren wir denn nächste Woche? Monza. Italia. Oh, und ein speziell reserviertes Podium da für sich. Weiß ich nicht, er muss das Sprintrennen überleben. Wird wieder genau das gleiche Format wie danke. In Großbritannien. Kein Problem. Yellow Flag. Sehr nett von Ihnen. Okay, clear. Übrigens immer die Schikane, wo mal auf mich wieder Zeit verliert. Boah, Junge, ihr macht Spotters und George Russell da vorne. This is your final lap. Final lap of the race. Oh, was ist da? Er hat das Auto verloren, oder? Er ist auf die Wiese gekommen und hat das Auto verloren. Kannst du es klippen? Du hast die bessere Sicht, bitte. Spezi, du bist gerade da. Okay, in meinem Chat. Kannst du bitte klippen? Ist er in die Wand eingeschlagen? Nee. Also er ist in ihn reingefahren dann. Er hat sich gedreht und ist in Niki reingefahren. Ja, ich will halt sehen, ob ich genug Platz gelassen habe, falls ein Incident reinkommt. Und aus meiner Sicht sieht man es leider nicht gut. Also es sieht so aus, aber ich will es halt sehen von der anderen Sicht. Du warst ja hinter uns. Mir geht es darum, ob ich die Chance habe, nochmal auf ihn aufzuholen. Ja, das ist die letzte Runde, ne? Achso, du meinst ihn? Nee. Der hat einen broken Frontflügel. Safe. Huch! Oh, Niki, was war da los? Ich hab mich gerade auf die Mini-Map konzentriert. Track Limits. Aber selbst wenn ich 3 Sekunden Clip bekomme, wird es nichts bringen. Nee, ich stell keinen Antrag, alles gut. Ey, Chichi, Dritter, Niki, sau stark. Alter, leck mich am Arsch! Wenn ich jetzt aus deiner Sicht sehe, dass es clean war, der Move von mir aus, dann bin ich richtig zufrieden. Hättest du das eine Runde früher gemacht? Hätte ich ihn halt auch noch gekriegt. Wolf? Was? Ich hab dich gerade gelobt. Warum? Wofür? Danke. Weil du gerade gut reingeblieben bist. Ja, ich versteh's immer noch nicht. Keine Ahnung, warum ich so vielleicht, dran bleibe. Vielleicht kannst du die Strecke. Ja, und ich kann die einfach nicht. Ich meine, ich find's geil. Ich hab da auch nichts Dummes gemacht, jetzt weil er Zeitstrafe hatte. Dachte ich mir so, ich mach jetzt nichts Dummes, bevor ich ihm vielleicht nochmal in die Karre renne oder so. Oh, aber geil, ey.
Dieser Dreher da in dieser Kurve, ey, das hat mein Rennen zerstört. Nur das? Ist ja das Safety Car zwischendrin gewesen. Ja. Ich hätte auch sagen können, der Dreher in der zweiten Kurve hat mein Rennen zerstört, aber war ein Safety Car. Hat sich meine Sicht wieder aus. Ja, ist kein Problem. Das passiert halt am Start. Glückwunsch, Aimless! Juhu! Ja, hello, Glückwunsch, Aimless. GG. Okay, Glückwunsch. Der hätte ich auch nicht mithalten können. Iggy! So. Kann mir die Wiederholung speichern, bitte. Ich brauch die. Oh, alter Schwede, ey. Ist eine gute Idee. Muss auch ein Thumbnail fürs Video dann machen, wie Wolf mich auf die Wurst kotzt. Toll, wie lange Schinkisch ist das nachgehalten, ey. Ja, ich mach mir da einen Spaß draus. Ich meine das halt nicht ernst. Das ist jetzt halt kann man zurückgeschlagen. Stimmt. So, komm, fangen wir mal mit der Nachbesprechung an. Aimless. Du warst schon, Digi? Ja. Ja, wenn die sich nicht hier hochbewegen. Okay. Ach, geil. Okay, ja, was soll ich dazu sagen? Im Quali einen kleinen Fehler gemacht. Ich hatte zu wenig Zeit, noch eine Runde zu setzen. Dadurch dann Gewitter auf der Pole gewesen. Ja, Rennen war dann irgendwie mit dem Safety Car mehr oder weniger schon gezwungen, da in die Box zu gehen und auf zwei Stop rüber zu schwenken. Ja, dadurch ist es dann am Schluss sehr knapp geworden. Ja, und alles in allem passt aber alles. Next. Sehr schön. Ja, kann mich anschließen. Der Nächste. Niggi. Niggi ist nicht hier. Wo ist Niggi? In seinem Channel noch. Nein, Niggi ist hier. Herzlich an die beiden ungewöhnlichen Gewinner. Passiert ja nicht jede Woche so. Also, Niggi. Ja. Jetzt du. Ich bin dran. Ja, also, Quali war halt wunderschönes Wetter gewesen. War halt nicht so geil, aber ich hatte halt wiederum sehr guten Start gehabt. Mich einfach an den zwei Alpines vorbeigeheatet. Ja, Rennen war halt nice. Ich habe dann aber halt schon direkt in den ersten zwei Runden gesagt, gut, bei den zwei Alphas, da kann ich eh nicht mithalten. Also habe ich da schon abgedankt und war mit meinem P3 zufrieden. Dann hatte ich halt die ganze Zeit einen nicen Fight mit Porsche gehabt, der eigentlich auch bis dato clean war. Und dann in der letzten Runde haben wir dann halt beide einen riskanten Move gemacht oder ich einen riskanten Move. Und dann kam es halt zu einem Spinella von seiner Sicht. Da haben wir aber auch schon gesagt, gucken wir uns an, ob ich da sehr schuld bin und was dann passiert. Aber abgesehen von der kleinen Sache war das ein nices Rennen. Okay, Horst. Ja, Qualifying war mal mega geil mit Gewitter und Regen. Ich meine nicht Gewitter. mit P3 wirklich, P6 am Ende sogar noch, weil ich meine letzte Runde nicht bekommen, weil ich 2 Sekunden vor Stopp nicht über die Ziellinie gekommen bin. Ja, Rennen lief eigentlich bis auf den letzten Zwischenfall gerade ganz gut, wie Niki schon sagte, wir gucken es gleich nochmal an. Dann reichen wir das vielleicht mal ein, dann gucken wir mal. Aber sonst alles mit allem war das ein ganz schönes Rennen. Bis auf die beiden Alphas, die vorne weggefahren sind. Okay. Der Nächste. Ja, meine Quali war ganz gut. Ich habe das Gefühl gehabt, so kurz vor Schluss hätte man vielleicht nochmal mit Inters fahren können. Hab's aber leider nicht geschafft und hab meine letzte Runde dann noch versaut. Ansonsten hätte ich vielleicht Wolf noch geholt. Besagter Wolf hat mich dann in der Startphase auch schön, also er war Verstappen, ich war dann in dem Moment der Hamilton. Hat schön Spinella gemacht in der ersten Kurve, Safety Car hat's wieder ausgebügelt. Ja, weiß ich nicht, ich habe mich ein bisschen geärgert, Niggi hätte Horst vielleicht eine Runde früher eliminieren sollen, dann hätte ich ihn auch noch überholen können. aber so alles in allem. Ja, oder wenigstens irgendwie 1-2 Kurven früher, dann hätte ich es halt auch ausnutzen können. Ich habe irgendwie in der Runde dann noch 5 Sekunden auf Horst aufgeholt. Fand ich dann okay. Ja, 5. Platz. Ich glaube, mein Ziel. Ich glaube, ich habe gesagt, ich möchte 16 Punkte auf Spezi aufholen. Ich glaube, das habe ich hingekriegt. Fragezeichen. Ja, müssen 16 sein. Oder 17 sogar. Von daher alles okay und der Wolf ist dran.
Ja, Quali, mega geil. Habe ich gefeiert, das Wetter. Dritter Platz, mega happy darüber gewesen. Startphase im Rennen, heikel. im Rückspiegel halt nur ein Mercedes anfliegen gesehen. Und dann irgendwann, kurz nach Eingang Tamburello 1, halt James im rechten Seite keine Pfeile gehabt, den irgendwie auch außer Acht gelassen, keine Ahnung. Hab den dann nur sich drehen sehen im Rückspiegel, kam mal zurückgeschlagen. Ich glaube, zwei Runden später habe ich mich dann in Aqua Minerali gedreht. Von daher, da war auch alles schon geklärt. Sechster Platz noch rausgeholt, mit Maler einen schönen Fight eigentlich gehabt, oder was heißt Fight, bin der hergefahren. Sechster Platz bin ich mehr als zufrieden. Maler? Ja, war nicht mein Tag. Okay. Nächster. Marius. In beiden Sessions nicht wirklich Pace hinbekommen, deshalb, ja, lief nicht so. Ja, du hast erstaunlich wenig dich gegen zu überholen werden gewährt. Ja, ich dachte mir auch nur so, bevor dann irgendwas passiert, lässt man es lieber sein. Ist ja was passiert, dass ich dich überholt habe. Nein, ich meine jetzt im Sinne von Kollision passiert. Ich glaube, Tristan hat sich schon drüber beschwert, was da passiert. Ja, gut, aber da konnte ich recht wenig tun. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Er hat sich nur in dem Moment ein bisschen geärgert, aber wo wir gerade bei Tristan sind. Was soll das jetzt heißen? Ja, dass du jetzt dran bist. Ach so, ja, was soll ich sagen? What the fuck? Ich bin ja gefühlt nicht mitgefahren. Ja, ist halt unlucky. Ich schau mir halt gerade die Szene nochmal an, wo ich einen Frontflügel verliere. Er kommt da, er schwenkt nochmal nach links raus. Also, I don't know. Ist halt schon unlucky. Wenn er auf seiner Linie bleibt, wären wir beide durchgekommen. Natürlich weiß ich bin auf den schlechteren Reifen, aber ein bisschen fighten wollte ich trotzdem, weil ich doch von der Pace her jetzt nicht alle einfach so vorbeilaufen lassen wollte. Und Quali brauchen wir nicht reden. Regen einfach Pech gehabt, wieder scheiß Dreher. Unkonzentriert. Und ja, Mai. Einfach vergessen. Nächstes Rennen ist Monza. Da werde ich zwar auch nicht viel anstellen können, aber ist wenigstens eine Strecke, wo man nicht viel falsch machen kann. Okay. Dann sind wir mit dem offiziellen Teil durch und ihr könnt alle eurer Wege gehen.